Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute hallo. Mit allen außer Christian und hallo. Wir müssen wieder Dinge auf der Map von GTA 5 suchen. Wir haben 5 Bilder vorbereitet bekommen von Gethwa und Lucy. Vielen lieben Dank dafür. Und wir suchen quasi anhand dieser Bilder diese Orte. Wenn wir die Orte gefunden haben, super. Und wir haben eine halbe Stunde Zeit dafür. Wer die meisten Orte findet, der gewinnt. Gewinnt. Okay, seid ihr ready? Ja, klar. Weiß ich nicht, ist das Bram? Scheiße, wer ist denn das? Der ist Peter. Ich bin der mit dem Dunkelgrauen. Ja, okay. Ja, let's go. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Timer, 30 Minuten. Wir gehen, wir haben jetzt natürlich alle Bilder parallel offen. Ich gehe direkt zur 4. Versuch Roger, Salvage and Escape. Ach du Scheiße, Alter, was ist das für eine Steuerung von diesem Wagen? Versuch direkt Salvage and Escape zu finden. So, let's go! 30 Minuten laufen! Let's go! Reit! Reit! Denn mein erster Guess ist Roger. Roger, das ist doch hier um die Ecke. Safe Call ist es hier um die Ecke. So, das erste Bild, was wir haben, ist Roger Service Scrap, ja? Und zwar das Gebäude, was wir hinten rechts sehen, dürft ihr vorne das, da sein. So gar kein, also ich habe mir die Bilder durchgeguckt und ich finde das echt schwer, aber das eine sieht das so aus, als wäre das in der Nähe vom Flughafen. Also fahre ich da mal hin. Ich weiß sogar, wo das ist. Ungefähr. Also man sieht das Baugebäude da und ich meine, das wäre ganz hinten in dieser Ecke. Also müssen wir hier rüber und einen Ticken in die Richtung. Sorry. Du siehst im Hintergrund die Baustelle. Warte mal, du siehst im Hintergrund die Baustelle. Da ist die Baustelle. Weiß ich nur den Weg gerade nicht. Da. Oh Gott! Ich sehe das Roger schon. Dieser Wagen. Was hat Peter da für Much ausgesucht? Dann mach, dass man die 7 nehmen von den Supersportwagen. Gott. Warte mal. Man sieht das ja von der Seite. Oh mein Gott, das ist im Süden. Das ist Richtung Flughafen. Dammit, ich wurde gefoolt. Und das da vorne müsste schon sein. Das Rogers Ding da. Das sieht... perfekt aus. Aber wir müssen natürlich nach unten. What the fuck, was macht er denn da? Du siehst die so, dass der Kran dahinter ist. Also muss ich rechts von mir hin. Komm, wir fahren einfach mal dahin, würde ich sagen. Nee, kannst du auch Verstecken spielen. So, hier ist Roger. Salvage and Escape. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Alter, wo bin ich hier? Die kannst du wirklich Verstecken spielen. Da ist Roger. Das ist sehr, 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 sehr gut. Wir haben schon mal Roger Rogerson. Bild Nummer 4 ist quasi hier. Gemacht, würde ich sagen, von irgendeinem Dach. Von welchem Dach ist denn das gemacht? Von da unter mir. Unter mir das Gebäude. Das Dach. Und da ist es gemacht. Da lang? LOL! Hallo, Weiß. Oh, nice. Also ist das der Tennis ja hier vorne bei den Fabriken? Da! Hier in diesem Konklave. Ja? Na, guck mal, hier kommt schon einer raus. Okay, er hat wohl die Straße gefunden. LOL! Hallo, Gelb! Ja, das ist hinten durch. Alter, ist das räudig hier. Da. Roger. Hat er seine Karre kaputt gemacht? So, das ist Ausschnitt Nummer uno. So ist das. Ja. Wunderbar. Bild 5 sieht man interessanterweise wieder das Gebäude mit dem Kran. Und rechts davon, also so kann man perfekt die Richtung bestimmen, rechts vom Gebäude mit dem Kran ist das Bankgebäude. Die Nummer 5 suche ich jetzt. Das ist wirklich auch weit weg.
Oh, schnell ist er dann, wenn er mal gerade... Oh Gott! Wenn er dann mal geradeaus fährt. Ich würde anhand der, der Öldinger bei Bild 5 sowieso sagen, dass es irgendwo im Osten sein muss. Deswegen fahren wir da erstmal hin. So, was nehmen wir als nächstes? Als nächstes würde ich das Ganze im Osten nehmen. Weil ich habe die Vermutung, dass das andere auch irgendwo da im Osten ist. Dafür müssten wir da hinten hin. Okay, dann fahren wir einfach hier so quer. Roundabout dahin. Ungefähr. Wir fahren ja heute übrigens so mit so einem Big Booty Supersportwagen. Der sieht richtig hässlich aus. Aber den haben wir einfach genommen. Der hat so zwei fette Nasenlöcher hinten. Finde ich irgendwie so, kannst du so reinschieben. Macht man aber besser nicht, ne? Ja, ja, ja. Die Richtung ist korrekt. Das ist so ein Parkplatz auf so einer Anhöhe da oben. Also ich glaube, ich gucke gerade genau drauf zu. Das ist so eine Lagerhalle. Da sind diese Pumpengedöns. Und das ist doch bestimmt da vorne. Okay, also die Distanz dürfte ungefähr passen, aber das Gebäude da, das ist noch zu, das sehe ich zu gut. Wir haben davor so eine Reling mit einem Tank. Oh, da vorne, ich sehe die Spritteile, die Ölteile. Das ist ein Ticken weiter da hoch. Also hier ist zumindest so ein Tank. Wir brauchen so ein graues Lagerhaus. Okay, hier ist no Lagerhaus. Okay. Hier oben. Gefühlt wirklich das entfernteste Gebäude, was es gibt. Alter! Was ist falsch mit dir, Auto? Das passt nicht. Wir sehen da auch ja von der Lagerhalle weggehend. Oh, warte mal. Oh, das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Oh, das sieht sehr gut aus. Ich mal hier durch, bitte. Mein fetter Arsch wäre fast nicht da durchgekommen. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Ich würde sagen, exakt hier. Ja, so Pi mal Daumen. Hier ist Bild 5 entstanden. Haben wir das auch. Jetzt haben wir 4 und 5. Hier sieht aus wie Lagerhaus. So, welches von diesen Lagerhäusern ist? Das ist an der Klippe, also doch hier so? Das kommt hin. Warte mal. Nee, nicht ganz. Vielleicht ein weiter? Das finde ich auch die einfacheren. Da ist noch einer. Ah, guck mal, hier ist der Mann mit dem anderen Auto. Die Toiletten. Ja, hier ist es. That is it. So, jetzt haben wir noch... Oh, Bild 2 sieht echt geil aus. Richtig schön gemacht. Ja, geh mir nicht auf den Sack hier. Na, Peter, was sagst du? Wer ist das? Verpiss dich. Figurino hier. Ja. Das ist schon die richtige Perspektive. Da vorne ist so ein Gebäude. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das weiter weg ist noch. Also ich rede von dem großen... mittigen Bank Tower, Maze Bank Tower. Von der Perspektive viel näher dran ist hier. Der andere dürfte, ist das der Bootsausleger? Warte mal, wir dürfen ja die Map verwenden, weil wir ja, ich würde sagen, das ist da. Weil wir ja die Blips und sowas aus haben, also Map dürfen wir schon verwenden. Würde das hier sein? Ah, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. So ungefähr. Aber hier oben ist halt wirklich nichts mehr. Man sieht ja sogar die Gaspumper da im Hintergrund, da bei dem grauen Ding. Guck mal da, das sieht doch perfekt aus. Sehr gut. Gefunden. Könnte auch hier oben irgendwo am Wasser sein. Es könnte natürlich auch im Westen sein, aber es sieht irgendwie eher nach Osten aus, ehrlicherweise. Komm, wir fahren da mal hin. Ey, weiß, was geht ab? Ja, das mit den Schiffen finde ich schwer. Ist das jetzt im Norden oder ist das im Süden? Das sieht aus wie irgendwo rechts. Das könnte
überall hier sein. Mittlerweile kommen ja so alle hin. Ich sollte mich hier mal verpissen. Ich sollte nicht hier stehen bleiben, um zu gucken. Echt da? Bist du hier? Sieht schon ähnlich aus. Ist das? Das könnte es sein. Ja, das ist das. Ja. Ziemlich sicher, da sind noch die blauen Dixie-Klos und so. Okay, hallo. Jetzt habt ihr auf mich wartet. Okay, wir haben die alle weg. Wir sind hier. Nein, es ist ein Beach. Awesome. Das wäre auch ein richtig guter Spot. Aber that's the beach. Ist das weiter hier oben? Ist es das? Dann ist es das hier. Scheiße, Mann! Was wird das hier? Ich weiß nicht mal, wo ich hier hinkomme. Das ist voll crazy. Oh, hier ist noch jemand anders. Scheiße. Aua! Hier ist falsch. Hier ist, würde ich sagen, definitiv falsch. Peter, du Peniskopf, das ist falsch hier. Oh, den können wir richtig wegficken. Gibt es jetzt Sinn, hier am Wasser entlang zu fahren? Wahrscheinlich nicht. Hier ist aber auch cool mit Leuten. Oh nein! Okay, das hat nicht funktioniert mit dem Wegficken. Komm, wir verpissen uns hier mal wieder. Ja, that's insane, I know. That's insane. Fucking yeah. Peter, der fucking Hurensmith. Da wollte ich ihn bumsen, hab mich selber gebumst. Ich finde die 1 super, super schwer, wenn ich nicht instant wüsste, wo. Weil halt irgendwo auf so einem komischen Denkmal in den Bergen wahrscheinlich ist. Zwischen Stadt und Wüste oder so. Hier irgendwo, Moment, haben wir das hier gemacht? Ne, hier nicht. Hier irgendwo haben wir doch mal so gespielt, wo Sepp dann immer Golf gespielt. Ne, das war hier unten, oder? Das war da in der, ich würde sagen, irgendwo hier an der Küste. So, das heißt, wenn man da hinfahren kann, es gibt eine Straße zum Wasser. Die könnte sein. Ich würde sagen, ich habe vielleicht noch Chancen gute Chancen eher bei der 3. Da mal nachzuschauen nach einem. Fangen wir da an. Ansonsten die. Da ist ein Pier. Den gibt es da auch. Ja, das kann schon das hier sein. Du hast rechts und links Gebäude da. Aber schön, dass Peter genau die gleichen Gedanken hat wie Mastermind Seppieu. Das spricht für Peter. Das spricht für Peter. Oh, Peter, ich bin über dich geflogen! Was ist denn hier heute los? Wollt ihr mich alle zum Lachen bringen, oder was? Oh, wir fahren jetzt mehr. Ich muss mir ja wieder vor, Peter, obwohl ich ins Wasser gefallen bin. Auch sehr schwer. Also mit Fliegedingern würde ich das schaffen, mit dem Heli, aber ohne finde ich das sehr schwer. Aber das ist erstmal nicht mein Problem, sondern erstmal ist der Caravan mein Problem. Mach den Caravan mal groß, weil ich glaube, die anderen Dinger sind eh nicht in der Nähe. Also, würde ich sagen, da. Okay, man sieht, dass Mount Chiliad im Hintergrund, ganz klar. Und es sieht aus, als ob da ein Boot im Hintergrund ist. Das heißt, ich würde sagen, das ist in dieser Stadt. Stadt direkt südlich am See. Am Großen. Also von der Ranzigkeit würde ich sagen, ist das nicht hier, sondern irgendwo hier in diesem Gebiet. Könnte hier bei denen sein. Ja, wobei das halt nicht aussieht wie dieser Kranz. So, dann hast du... Ist das im Hintergrund Mount Chiliad? Nee, oder? Das ist die Perspektive in die Richtung. Sind das die Berge hier? Okay, also grob hier. Wenn ich da hinfahre, wäre das von mir aus grob hier zu suchen. Am Wasser entlang.
müssen wir die kaputten Booten. Ich weiß, dass es hier auch noch so die kaputten Boote-Geschichte gibt. Aber ich würde sagen, irgendwo eher in dem Bereich, wegen der Kaputtigkeit. Und dann mit dem Tombstone finde ich am schwierigsten. Ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wo ich bin, aber ich fahre einfach mal hier hoch. Jit! Jit! Jawoll. Let's go. Ja. Yeah. Ha? Speed kann das Auto. Das ist auch das Einzige. Er dreht sich halt instant und bleibt immer wie so eine Flunder auf der falschen Seite liegen. Das ist wie ein fucking Toastbrot mit Marmelade bestrichen. Einfach Autobahn, let's go. Das wäre die einfachste Möglichkeit gewesen. Aber nein, er dachte sich, mit einem Supersportwagen kann man ja auch mal richtig quer durch die Pampa fahren. Weil insane. Insane viel schneller. So, jetzt sind wir fast da. Das ist doch ein Boot und so ein... Egal, ich werde es trotzdem mal probieren. Also, von der Fauna und den Bäumen und so weiter würde ich sagen, auf jeden Fall so unterhalb dieser Grenze. Irgendwo hier. So, dann gibt es aber nicht so viel Stadt zu sehen. Also hier, wobei hier stehen dann auch irgendwo die Mühlen. Hier ist eher so sandig. Das heißt, sagen hier das Gebiet oder das Gebiet irgendwo. So, jetzt die Frage. Was könnte das sein? Das sieht aus wie ein Friedhof. Ich kann mich an den Friedhof nicht erinnern. Okay. Aber das heißt, von der Fahrtstrecke her würde ich sagen, fahren wir jetzt erst da rechts hin. Dann suchen wir hier ab und dann fahren wir irgendwo dieses Gebiet hier ab. So. Gucken erstmal, ob wir da oben überhaupt den Pier jetzt finden. Jetzt habe ich 19 Minuten. Haben wir da so den Plan gemacht. Gucken wir mal. So, da ist der altbekannte Leuchtturm. Den kennt mit Sicherheit jeder von uns. Absolut. Jetzt hier keinen Abgang machen. Alles gut. Das ist zu nah dran. Das ist so den Berg da im Hintergrund, oder? Wo ist denn da so eine Wüste? Hier ist es. Hier ist es, Freunde. Da haben wir das kaputte Boot und das andere kaputte Boot. Was für eine liebevoll gestaltete Location, ey. Ich frage mich, ob das hier auch eine Story war. Eine Story-Mission, die ich natürlich alle wieder komplett vergessen habe. Ist ja schon wieder sehr lange her. Hab's Jahre gespielt, als es rausgekommen ist. Im Jahre 2013. Also vor 10 Jahren habe ich die Story von GTA 5 durchgespielt. Alter, das echt nicht drüber nachdenken, ey. Das kam 2 Jahre nach fucking Skyrim raus. Wir spielen halt immer noch und haben hunderte Videos dazu. Das sind alles keine Abkürzungen, die ich hier nehme. Nie. Nie ist das eine Abkürzung. Wenn ich sowas tue. Ah, ich bin festgefahren. Jetzt bin ich so langsam Losty Lost Face. Ich habe noch 2 Bilder. Einmal den Friedhof. Hügelig. Es ist hügelig da. Die Vegetation ist grün und sagt mir eher Westseite. Ich meine, im Hintergrund Brücken erkennen zu können. Ich weiß aber nicht, was ich genau im Hintergrund sehe. Dann ist Bild 1, was noch offen ist bei mir. Und Bild 3. Bild 3 sehe ich den Mount Chiliad im Hintergrund. Was gut ist und noch einen anderen Berg. Fahren wir mal den Berg hier hoch. Man muss ja erstmal die Entfernung quasi hinkriegen, halbwegs. Aber mich wundert es trotzdem total. Da haben die wahrscheinlich einfach, obwohl kein Boot in der Nähe ist, einfach ein Boot. Kein See in der Nähe ist ein Boot. Oh mein Gott. Das wird wieder so out of context geschnitten. Wenn hier der Mount Shared ist, dann muss das irgendwo hier sein. Wir tasten uns mal an Bild 3 ran. Das ist, würde ich sagen, auf Anhieb das nächste. Weil hier sind wir jetzt in Wüsten City. Da passt das Friedhofbild irgendwie nicht so wirklich zu. So, da ist der Mount Shared, würde ich sagen zumindest. Muss ich mir aber nochmal genau angucken, wenn wir ein bisschen weiter weg sind. Für uns ist ja jeder Berg der Mount Shared. Ich bin halt kein Hubschrauber. Ich bin eigentlich ein Supersportwagen, der nicht fürs Gelände geeignet ist. Was mache ich? Ich fahre nur durchs Gelände. Ich beschwere mich seit 10 Minuten, dass ich nicht durchs Gelände fahre und das alles scheiße ist. Und was mache ich? Ich fahre weiter durchs Gelände. That's me. That's me. Hi. I'm the problem, it's me. Alter, das wäre so einfach gewesen hier einfach. So. What the fuck, da oben wurde doch gerade einer. Ich muss hier noch gar nicht rüber. Mein Gott, ich dachte, ich muss hier ans Meer. Wie kommt man denn hier ans Meer?
Ach, da kommt man nur zu diesem anderen Gedöns. Oh mein Gott, ist das dumm. Hä? Was soll das denn sonst sein? Ich meine, ich dachte, das wäre links dann der andere Berg. Das sieht ja schon ein bisschen anders aus, ne? Ist schon der Mount Shield. Aber weit, weit weg. Weit, weit weg. Komm mal hier hin. Keine Ahnung, was das ist. Aber da passt auf jeden Fall schon mit dem Sand. Das finde ich schon mal gut. Sieht doch ganz okay aus, der anders, oder? Das sieht exakt so aus, wie es aussehen muss. Wenn ich treffe wieder auf Peter, der ganz entspannt über die Autobahn gefahren ist und ich hab mir ja abgebrochen. Der ist wieder vor mir da. Da, 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 da ist einer. Und das ist auch der richtige Spot. Denn hier müssen wir hin. Bam. Fick dich. Jetzt irgendwo dahin. Da mal so am Rand fahren. So, hier. That's the point of interest. Die geilen Boote. Okay. And let's go. Könnte es das im Hintergrund... Könnte es wirklich im Hintergrund so ein Berg sein? Aber ich finde, das sieht doch nicht so hoch aus. Ach Gott. Vielleicht fahre ich deswegen so einen komischen Weg. Weil diese Strecke sonst hier absolut nicht... Oh Gott. Nicht befahren. Oh Gott, ja. Ja, sehr gut. Hier sind wir ja perfekt. Okay. Scheiße. Oh Gott. Ah, was hab ich getan? Ich bin da oben hin. Das andere sind auch Schiffe. Ach ja, okay. Das würde ich sagen ist da. Ja, irgendwo da so. Probieren wir das mal. Das müsste eigentlich... Alter! Am See sein! Ich würde es trotzdem mal probieren. Wie gesagt, da muss ja... Das Boot muss ja einen Grund haben, warum da ein Boot liegt. In der Nähe. Du machst doch nicht als Entwickler ein Boot einfach irgendwo in eine Stadt. Wenn da nicht ein See in der Nähe ist, oder? So, hier ist auch noch okayisch quasi. So, aber jetzt geht halt kaputt. Genauso hier. Supersportwagen. Bam, bam. Bam, 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 bam. Das war gewollt. Das ist die schnelle Bremsung gewesen. Sehe ich kein Boot. Puma. Was es, glaube ich, ist. Es ist viel weiter weg. Ich fahre da mal echt hoch. Habe ich das markiert, wo ich hin will? Ja. Okay. Na, wenn da ein Boot ist, ergibt eigentlich keinen Sinn. Da stehen auf jeden Fall so Boote. Das ist schon mal gut. Was ist das? Ein Boot mit blauem Bug. Ja, ich würde sagen, ich fahre am besten jetzt hier einmal kurz so. Gefühlt so jede Dings einmal rein, wa? Das Boot ist auf jeden Fall auch ein bisschen größer. Aber die stehen auch so ein bisschen abseits. Oh, so vielleicht. So weit könnte das halt sein. Aber so mittendrin. Das sind die beiden Berge, aber die sind viel näher beieinander. Wenn ich da vorne hinfahre, sind die nicht näher beieinander. Das heißt, das muss viel weiter da hinten liegen. Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist genau auf der anderen Seite. Mist! Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch so einen Fährsteg. Ja. Der da ist, glaube ich, der, der genau über dem Boot ist. Oder das ist der Spitze. Wenn es der Spitzeberg ist, ne, glaube ich nicht. Der muss der Spitze. Ist das der Spitze? Hm. Ach, der ist das doch hier nicht. Oh. Wobei. Der Berg da sieht so aus. Ah. Jetzt bin ich da doch etwas auf der Spur. Der Berg da. Aber der ist doch nicht so hoch wie der andere daneben. Vielleicht muss er das auch nicht sein. Moment. Wenn das der Spitzenberg ist. Und das der. Boah. Sind wir dann da irgendwo? Ist das der Berg? Okay, das könnte hier... Naja, guck mal, hier ist ein Bom. Hallo. LOL.
Herberg. Es ist die Perspektive. Wo? Ne, das ist nicht direkt hier am Wasser. Wo ist denn dieser Trailer? Nee, Junge, der ist hier nicht. Das ist der Trailer. Das ist die Perspektive. Aber hier ist nicht... Hier fehlt uns dieser... Und die Person, die von da gekommen ist, wird doch tatsächlich übersehen haben. Also ich fahre auf jeden Fall kurz bis da vorne zu diesem Wendehammer, wo die ganzen Boys und so noch leben. Aber aufgrund der Spitzigkeit des Berges wäre das nicht mein erster Guess. Oder vertue mich mit den Bergen. Aber ich würde sagen, der da ist der, der über dem Boot ist. Der könnte der sein, der halt rechts über dem Haus, über dem Trailer da so... Boah, das muss dann auch die falsche Richtung sein, würde ich sagen. Was bin ich dann da sehend? Von den Bergen her sind die immer noch nicht nah genug beieinander, oder? Ich bin mir relativ sicher mittlerweile, dass der Berg da ist. Und wo soll denn dieser Karawan sein? Rein von der Optik her wird das ungefähr passen. Aber das ist es nicht. Aber warte mal, ich gebe noch einen weiter. Da hinten ist noch ein Pier. Fuck me. Sag mir das doch einer. Ich wusste gar nicht, dass es noch ein Pier gibt. Ich fahre mal ein Stück weiter auf die andere Seite. Bin mir aber da echt nicht so sicher. Könnte da der Berg da rechts sein? Den man sieht? Ich meine, diese Kabel, die da nach oben gehen, sind ja auch eigentlich eine gutes Ding, aber ich bin zu lost, die Berge zu erkennen, ist mein Problem. Oder sieht man den Berg, auf dem ich gerade bin? Das wäre auch ein bisschen sehr witzig. Aber hier? Nee. Hier sind noch keine so Karawäne. Wir sind gefühlt hier nirgendwo. Please be here. Oh nein, ein Haus. Ist hier auch nicht. Das ist kein Trailer. Oh, das ist der. Das ist der Berg. Ich fahr zurück. Alter, wieso ist der denn so viel stärker? Den Bergen passt halt auch überhaupt nicht. Das muss weiter weg sein. Das ist nicht der. Das ist der da. Das muss eigentlich hinten am Flugfeld irgendwo sein. Ah! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Vielleicht suche ich erst da hinten vielleicht den Friedhof. Wo ist denn das genau? Da ist die Kirche, die ich meine. Die sehen wir auch von hier aus. Weil das sind eher spitze Bäume, ne? Aber ich würde sagen, ist noch ein Ticken weiter weg. Und weiter rechts. Ich glaube, ich bin da der Sache auf der Spur. Nur weiter in die Richtung. Das ist... Ich weiß, welcher Berg das ist. Das ist der spitze Berg. Sorry, ich springe gerade hin und her. Das ist der spitze Berg. Das ist der Berg, den ich mir vor mir angucke. Der ist das. Der Hurenberg. Okay. I enjoy the view of you. Muss mir mehr Confirmation holen. Ich meine, ich war hier gerade. Aber ich war hier vorhin tatsächlich nur in die falsche Richtung geguckt. Es ist dieser Hurenberg. Genau diese Perspektive ist es. Die 3 ist echt schwer. Wie viel Zeit gebe ich dem? Wir haben nur 8 Minuten. Ich finde die 2 halt super, super schwer. Keine Ahnung, hat gar keine Anhaltspunkte gefühlt. Da würde ich mich jetzt nicht mit anlegen. Es würde besser hinkommen. Jetzt mache ich den. Mit der 1? Boah, da steht auch, glaube ich, nicht viel drin.
ob man erkennen könnte. Boah, 2 ist schon ganz schön bitter, ey, für 30 Minuten. Ich finde es diesmal auch wirklich nicht einfach. Okay. Da sind Wohnwägen. Oh mein Gott. Ich hab's gefunden. Oh mein Gott. Hab's gefunden? Ja, doch, hab ich. Ja, ja, hab ich gefunden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Berge sind ja mal der übelste Backstep. Okay, das war Bild 3. Insgesamt mein 4. Es bleibt noch Bild 1. Also mein 5. Sorry für die Verwirrung. Was ich jetzt suchen muss. Ich dachte, das wäre ein easy guess, aber ich finde den ultra schwer. Also auch wenn ich von hier gucke, also das ist doch der rechte Berg von denen. Und der linke Berg da vorne. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Man sieht hier Gräber. Aber das ist ja alles falsch. Weil hier muss ja auch noch ein Fluss sein. Mit so einer kleinen Brücke und so ein richtig großes Grab auch. Also ich muss mich jetzt ein bisschen committen auf das hier. Weil 6 Minuten sind jetzt leider echt nicht mehr viel. Für ein komplett neues zu suchen. Vielleicht war ich am Anfang doch richtig, aber hab Mist gebaut. Und ein Mini-Fluss? Und im Hintergrund aber nicht, also ganz weit weg Berge, ganz weit weg. Das ist halt, was mich so confused. Eigentlich müsste das irgendwo da oben in den Bergen sein. Also weiß ich nicht, da? Gibt's das? Ist das da oben? Gibt's da oben Boote? Ich war da, glaube ich, noch nicht. Distanz könnte ungefähr stimmen, aber ich bin zu niedrig. Würde ich sagen. So, und wenn ich zu weit da rechts rüber fahre, dann geht das natürlich auch noch. Wenn ich ja hier so bin. Bin hier jetzt ab. Ist schon wieder sehr nah dran auch. Sind die ganzen Flutwasserkatastrophen? Cindy, warum ist hier Krankenwagen? Das ist es nicht. Ich glaube, ich bin der großen Sache auf der Spur. Oder ist es halt einfach der Friedhof? Irgendwo hier ist auch eine Kirche. Aber da wüsste ich nicht, wie das gehen soll, diese Kameraperspektive hinzubekommen, wo du so weit keinen Berg siehst. Und keine Stadt. Ich sehe auch keine Stadt. Das Einzige, was man sieht, sind Bäume rechts. Das ist ein Fluss, der da hochgeht. Das ist gar kein Weg. Ah. Ja, wir fahren auf jeden Fall mal kurz hier hoch. Auch noch 4 Minuten 20. Oh, nice. Nice. Geil, haben wir. Ja, okay, pass auf. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Zeit bis hierhin kommen. Wir fahren das mal da so, ja, wobei doch da so grob in den Weg. Wir gucken mal, wie wir kommen. Bis ich überhaupt noch eine Schnitte habe, bis dahin zu kommen. Irgendwo in die Richtung, in der Zeit. Das ist auch zu. Das muss eigentlich irgendwie Stadt sein, aber das kann ich mir nicht erklären. Wo war denn da die scheiß Kirche? Leider wieder vergessen. Irgendwo so. Aber das wird. Das ärgert mich. Also ich fahre nochmal in das Dörfchen. Vielleicht habe ich auch einfach einen falschen Berg im Auge. Auch wenn das für mich der einzig logische Berg ist. Weil mit Logik komme ich hier nicht weiter. Also muss ich hoffen, dass ich diesen Trailer finde. Weil das ist halt Trailer City da vorne. Vielleicht ist es einfach nur ein anderer Berg. Ich bin immer noch relativ sicher, dass das hier irgendwo ist. Hier ist kein anderer, der rumfährt von den Jungs.
nur noch weiter innen sein? Das würde halt alles irgendwie Sinn machen, wenn das hier vorne am Wasser ist. Auch wenn das... Hier sind auch diese Trailer, diese Art von Trailer sind hier alle... So ein Trailer. Warte mal, da muss ich, glaube ich, mit der Maus... Tastatur. Irgendwie habe ich das nicht gefunden in der Stadt, wie ich das gerne gehabt hätte. Das Problem ist halt einfach wirklich, dass ich keine Ahnung habe, welche Berge im Hintergrund gemeint sind, ne? Ich glaube, dass ich da einfach so richtig random dort vorbeigefahren bin. Ist aber keine von denen. Ist keine Brücke. Oder ein See. Was das da ist? Ein Flüsschen? Hill Valley Church. Okay, aber genau so ein Ding ist das. Das ist das nicht, oder? Aber genau so. Sieht ja auch aus wie so ein Memorial. Ich finde, das sieht aber so teuer aus, dass das eigentlich nur in der Stadt irgendwo sein kann. Und da denke ich natürlich als allererstes an diese scheiß Kirche, die da irgendwo ist. Mann, warum ist hier Hollywood im fucking Weg? Der Beverly Hills Dingens Bummens. Ah, wow. Will hier das Gebäude sein? Das ist eine richtige Straße mit einem Weg. Das könnte hier oben sein bei den... Bei den ganzen Dingern, da sieht man Wald. Ich habe keine Ahnung, ich fahre erstmal grob in die Richtung. Ja, das ist ja alles voll. Mann, er sucht's auch! Es ist ja unmöglich, da nach den Strommasten zu gehen. Nee, das kannst du, glaube ich, knicken. Shit, 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 shit! Vielleicht ist es doch hier hinten bei den Dulli-Bullis. Da sind auch so Trailer. Und noch eine Minute, holy moly. Und hier vorne gibt es doch diesen... Diese Ecke auch. Nee. Ach, die ist ganz da vorne an diesem Kreisverkehr. Da sind auch noch so ein paar Dulli-Bärs in ihren Trailern. Ach, hier. Das ist auch wieder so Gras. Aber das ist es auch nicht. Bin ich wieder raus? Egal. Das war's. Ist das das? Das sieht aber ganz anders aus. Aber es ist quasi genau derselbe Spot. Ist derselbe Caravan-Skin. The fuck? Das ist nicht der richtige Ort. Da ist ein Trailer. Die sitzen davor und da ist ein Auto. Das sind genau die Trailer. Und ich wusste, wo ist das Boot? Mein Guess wäre gewesen, halt irgendwo hier in dem Gebiet. Aber auch hauptsächlich aufgrund der Rasenstruktur, wenn ich ganz ehrlich bin. Wissen, keine Ahnung. Mal gucken, wo gut die anderen waren. Nee, Zeit ist rum. Ich muss wissen, wo diese scheiß Lösung ist. Habe es nicht gefunden. Hier sieht alles so gleich aus! Wo ist dieses Hurenschiff? Nein! Zeit ist rum! Oh Mann! Okay, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Das ist alles so traurig. Das ist alles so traurig. Oh, noch irgendwas mit einer Minute. Kann man so ewig brauchen. Hier ist der Friedhof. So richtig genau habe ich mir den noch nie angeguckt. Das sind zumindest schön angelegte Wege. We got him, homie. We got him! Wir sind da! Genau hier ist es! Wir haben alle fünf! Mit noch 23 Sekunden auf der Uhr haben wir alle fünf geschafft! Holy shit! Es ist einfach extrem nebelig gewesen! Das war keine Brücke, die ich gesehen habe. Und da oben ist die Kuppel, was ich auch überhaupt nicht erkannt habe. Ja, und man hat sich natürlich genau so hingestellt, dass man das Hochhaus nicht sieht.
Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank bin ich nur hier gefahren. Ey. Okay, mal gucken, wie es den anderen ergangen ist. Zeit für die Auflösung. Hallo. Boah, Alter. Hallo. Hab ich oft euch gesehen. Uiuiui. Das war witzig. Ja, ich habe euch auch häufig gesehen. Ja. So. Wer war der Rote? Ich habe mehrere Roten irgendwann gesehen. Also, ich war auch ein Roter, aber ich habe noch andere Rote gesehen. Nachdem Peter mich ins Meer gefickt hat. Dann ist absolut, du wolltest mich ins Meer ficken. Und hast versagt. Vielleicht. Ja. Ich habe da einfach nur gerade so nach Sachen geguckt und werde da einfach weggebotzt die ganze Zeit. Schon an mehreren Punkten. Also, was mache ich ja nicht. Ja, okay. Ja. Also, ich biete schon mal so drei Sachen. Ich bin raus. Lol. Ich habe nur Theon 5 gefunden. Ich habe die 3 nicht gefunden. Die 3 hat mich zum Verzweifeln gebracht. Ich habe erst gedacht, es ist Monchili hat im Hintergrund. Nö. Warst du der Rote? Ich war der Rote. Du warst der Rote? Ich war auch der Rote immer noch. Achso. Okay, weil, also das ist südlich vom See. Das habe ich gefunden. Ja, das habe ich mir jetzt auch in der Lösung angeguckt. Ach, das hast du dir angeguckt. Ja, keine Chance, keine Ahnung. Aber irgendwann habe ich Schwein gehabt, als ich dann da, ich war mit irgendeinem Roten oben, der mich so gerammt hat. Und dann habe ich dadurch den Berg im Hintergrund Gott sei Dank richtig zugeordnet, weil ich dann so komisch stand. Oh Mann, oh Meter! Du hast mir sogar noch geholfen, dann bin ich erst auf die Idee gekommen, scheiße, ich stehe auf der falschen Seite vom See. Nein! Ach. Okay, ja, 3 haben dann also zumindest schon mal Bram, Sepp. Ich habe 4. Ja, 4, sehr gut. Oh, nee, habe ich nicht. Oh, damit ist Sepp raus, der hat nämlich nur 3. Ah, Peter auch. Ich habe auch 4, ich habe auch 5. Krass, okay, ich hab wie dann hast du denn zum Beispiel 1 und 2? Also woran, wie kannst du dich daran orientieren? Naja, bei 1 siehst du ja, das ist ein Friedhof. Ich kenne 2 Friedhofe in dem Spiel, einmal in der Stadt und einmal... Ich kenne auch keinen. Okay. Also den Friedhof in der Stadt habe ich, wo ist denn der ungefähr? Ganz links. Am Golfplatz, ein bisschen in der Nähe. Ah, habe ich gut predicted immerhin. Ah ja, da. Ja, okay, toll, ne, da wäre ich nicht hingefahren, okay. Ja, und der zweite fand ich einfach, weil das hat ein Pier. Ja, den kannten wir, also den kannte ich. Und dann habe ich mir die Map angeguckt. Und hab geguckt, Pier. Und da wo und bin einmal um die Insel rumgegangen, habe geguckt, wo sind Piere und habe ich 2 Orte gefunden, die für mich Pier sein konnten und habe ich halt zum ersten gefahren, der Wart. Na, nice. Ja, da kannst du auf der World Map auch ganz gut die Gebäude rechts und links davon erkennen. Ah, aber dieses, okay, ich muss mehr mit der Map dann spielen. Das habe ich halt gar nicht gemacht, okay. Ding am gut, See, ich habe so lange gesucht, ich bin echt verzweifelt. Aber ja, ich bin auch ein paar Mal so ein bisschen weiter gefahren. Drin ist, Mist, ey. Ich habe denselben Caravan-Skin bei der 3 gefunden. Ja, aber leider habe ich denselben Caravan-Skin gefunden. Aber ich habe genau den gleichen Caravan-Skin. Du willst mich verarschen mit dem Grill davor. Aber da war da kein Schiff. Ja, gut, dann habe ich gewonnen. Das war GTA Bildersuche. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und rein. Tschüss. Tschüss.